Wenn es dunkel, aber keinesfalls ruhig wird in New York City, beginnt für Ariane Hund der intensivste Teil ihres Jobs. Fitness ist nicht nur für sie unverzichtbar. In einer Großstadt, die den Menschen vielleicht mehr abverlangt als jede andere Metropole. Die Deutsche hat die Herausforderung angenommen und ist nach New York ausgewandert. Ich bin in 2004 nach New York gezogen, um für eine pharmazeutische Firma zu arbeiten, um für die Marktforschung zu betreiben. Und habe mich für 3 Jahre lang da sehr hochgearbeitet und war dann leider sehr enttäuscht von der Richtung, in die die Pharmazie ging. Und meine Leidenschaft ist wirklich Gesundheit und Fitness und ich konnte einfach nicht länger in so einem Job arbeiten, wo es nur darum geht, mehr Medikamente zu verschreiben. Und letztendlich habe ich eben dann in 2007 meinen Job an den Nagel gehängt und bin meiner Leidenschaft nachgegangen, bin wieder zur Uni gegangen, um ein Master's Degree zu machen und habe dann meine eigene Firma gestartet. Die Alternative war, unglücklich zu sein und nicht meiner Leidenschaft nachzugehen. Und ich finde, das ist Zeitverschwendung. Ihr neuer Job? Fitnesstrainerin. Highlight in Ariane Hunds Programm, das Brooklyn Bridge Bootcamp. Regen und Wind auf der Brücke beeindrucken heute niemanden. Immer wieder Zwischenstopps vor der Kulisse von Downtown Manhattan. Aber kein einziger ist zum Ausruhen gedacht. Okay, hier machen wir jetzt 10 Liegestütze am Gelände. Ganz runter, wir machen 10. Dabei immer den Bauch anspannen. 10, Brust öffnen. 8, 7, 6. Brooklyn Bridge Bootcamp ist das intensivste Außenworkout in New York City, von dem her dreimal die Leute an, ohne eine Pause zu haben für die ganze Stunde. Also es ist konstant Cardio-Training mit Krafttraining, ohne dass du eine Pause machst. Und von dem her kriegst du deine Herzrate hoch, verbrennst mindestens 800 Kalorien und du siehst sehr schnelle Resultate innerhalb von 5 Workouts. Viele, wie die Buchhalterin Kathy, kommen seit Jahren immer wieder zum Brooklyn Bridge Bootcamp, ob früher morgen vor der Arbeit oder nach Feierabend spät. Sich gemeinsam mit Gleichgesinnten von der deutschen Fitnesstrainerin quälen lassen, das fällt vielen leichter. Es ist großartig. Sie ist hart, aber ich habe Spaß dabei und sehe gute Ergebnisse. Wirklich? Ja, ich bin seit 4 Jahren dabei und habe viel an mir verändert. 25 Kilo hat Kathy so abgenommen. Das linke Bein schön nach oben auf Brusthöhe. Ich will etwas Tempo sehen hier. Das Bein richtig nach oben stemmen. Noch etwas tiefer und den Po einsetzen, um wieder hochzukommen. Sehr gut. Das Gewicht in die Fußballen verlagern. Noch 10. Na los, 10, 9. Das rechte Bein schön hochschwingen, Elvis. Es geht weiter auf der berühmten Brücke, auf die andere Seite des East River, kurz vor dem Ufer von Brooklyn, ein letzter Stopp. Doch der hat es in sich. Los Leute, nehmt euch ein langes und ein kurzes Band, wickelt das kurze Band um eure Knöchel, stellt euch in einen Kreis. Get as high up as you can, engage your glutes, squeeze them, 10 more. 2. Good, move it into side bends. Jetzt geht's weiter mit der Seite. Eure Füße sind hüftbreit auseinander. Hüfte raus, damit stärkt ihr eure seitlichen Bauchmuskeln. Pulsierende Bewegungen, so weit runter, bis ihr es im Bauch spürt. One more time, go for 10. Feel the obliques. Für mich ist es nach 6 Jahren immer noch besonders. Also der Blick ist jeden Abend anders. Der Sonnenuntergang ist jeden Abend anders, die Skyline ist immer neu und du siehst immer wieder Verrückte auf der Brücke. Ist es eigentlich erlaubt, sowas hier zu machen? Ja, ich habe eine Erlaubnis, das hier zu machen mit bestimmten Bedingungen, um eben den Verkehr nicht zu beeinträchtigen. Von Dortmund nach New York, aus dem Lobbyjob in der Pharmaindustrie zur gefragten Fitnesstrainerin mit Geschäftsidee und klaren Zielen. Come on guys, move your arms together, let's go! Die Erfolgsgeschichte von Ariane Hund zeigt, der American Dream lebt. Wer für seine Ziele hart arbeitet, kann es schaffen. Das Leben in New York ist immer tough. Ich meine, du hast immer gegen was zu kämpfen, ob es jetzt die
steigenden Mieten sind oder die Konkurrenz oder du musst dich ständig neu erfinden, um relevant zu bleiben. Also es gibt immer Herausforderungen. Das Leben in New York ist nie einfach. Das Leben in New York ist eigentlich nur einfach, wenn du wahnsinnig viel Geld hast, weil dann kannst du dir das Leben ideal gestalten. Also mein Plan fürs nächste Jahr ist eigentlich, ein Studio hier in New York zu eröffnen. Ich habe auch eine Idee, in Deutschland Trainer auszubilden, um das Brooklyn Bridge Bootcamp in Deutschland bekannter zu machen und meine Methode da zu verbreiten. Und ich möchte gerne mehr Urlaube anbieten, mehr rumreisen und meinen Klienten die Welt zeigen. Hängen lassen darf sich keiner in der aufreibenden und aufregenden Großstadt. Wer es in New York schafft, der schafft es überall. Mehr aus der Webvideoserie New York bei Nacht demnächst.